Ja, liebe Leute, herzlich willkommen bei den Baupunkt24 Werkzeug-News. Unsere Geschenktipps bis 500 Euro. Unter anderem haben wir heute auch eine Drohne für euch. Und von daher gibt es heute auch nochmal einen kleinen Rundflug hier durch die Werkstatt. Und beim letzten Mal hatten wir euch ja schon die Carrera-Bahn vorgestellt und jetzt dachten wir, eine Eisenbahn wird sie auch ganz gut in der Werkstatt machen. Aber ist ein bisschen laut, ne? Ich würde sagen, wir fahren mal in den Rangierbahnhof ein da. Ja, Geschenktipps von 200 bis 500 Euro haben wir heute als Thema. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Playlist von unseren Geschenktipps. Die verlinken wir gerade mal oben da in der Infobox. Wir haben 20 Euro gemacht, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro. Jetzt machen wir bis 500 Euro und dann gehen wir auch noch Open End. Was haben wir hier so? Fangen wir an. Hier da vorne den Mirka Deros Schleifer, 5 mm Hub. Haben wir auch schon mal vorgestellt in den Werkzeug-News. Ist noch ein bisschen staubig. Ja, ne? Ja, ich seh das gerade. Ja, der Deros begleitet uns ja schon die ganze Zeit. Wir finden ihn auch beide gut, auch gerade vom Handling hier oben mit der Wippe. Ja, 150 mm Teller. Das Besondere an dem Mirka ist auch die Staubabsaugung. Zum einen hast du das wirklich fast quasi in dem Gerät integriert. Das fällt gar nicht auf, dass da jetzt irgendwo was noch absteht. Mhm. Und du hast diese durchlässigen Schleifscheiben. Mirka nennt das Abranet. Und da hast du wirklich minimalsten Staubanfall, ne? Wenn da der Staubsauger dran ist. Und warum ist der Mirka Deros so kompakt? Ja, das liegt vor allem daran, dass wir hier einen bürstenlosen Motor haben, obwohl es kein Akkugerät ist. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, irgendwas ist hier verkehrt. Wo ist denn der Motor? Das könnte einfach auch der Griff sein. Ja, klar. Wenn ihr dazu Erfahrung habt, könnt ihr auch nochmal reinschreiben. Aber wir sind damit sehr, sehr zufrieden und macht richtig Spaß. Ja, und vor allem, der ist auch leicht und kompakt. So kann man auch, wenn man mal ein bisschen länger irgendwie über Kopf mal arbeiten muss, etc., ist das halt auch mal noch angenehm, weil die Maschine halt relativ klein ist und dadurch auch sehr leicht ist. Mirka richtet sich mit dem Gerät wirklich an Profis und das spiegelt sich auch so ein bisschen beim Preis wieder. Du liegst hier so bei knapp 500 Euro. Nur Solo und dann im Sustainer. 500 Euro ist schon... Ja. Ein feines Spielzeug für feines Geld. Wir haben mal geguckt, was es so im Metallerbereich auch gibt. Und mittlerweile gibt es Plasmaschneider tatsächlich erschwinglich. Ich glaube, das haben viele noch gar nicht so am Schirm. Ja, wenn du zum Beispiel dicke Bleche schneidest, handelsüblich, sage ich mal, so bis 10 mm, dann kannst du natürlich eine Flex nehmen oder eine Säge und dich da abmühen. Oder du nimmst eben einen Plasma-Brennschneider. Wir haben uns mal ein Gerät bestellt für um die 230 Euro. Da haben wir mal erste Schritte mitgemacht. Mhm. Noch nicht so erfolgreich, aber es geht tatsächlich. Verlinken wir euch mal das Teil in der Beschreibung und auch noch mal einen besseren. Du musst allerdings auch einen Kompressor dazu haben, weil der ist dafür verantwortlich, dass es wahrscheinlich an der Düse A nicht zu heiß wird und B, die das flüssige Metall auch nach unten durchgeblasen wird. Richtig. Ja, dann mache ich mal weiter mit dem Kollegen hier, Metabo Akkukompressor. Ich war ja neulich erst bei Metabo im Werk und habe mir das mal angeguckt, wie da die Akkuschrauber gebaut werden, die Bohrmaschinen. Akkuschrauber haben ja viele Hersteller, aber ein Akkukompressor mit so einem kleinen Tank hier, da gibt es nur wenige. Ich kenne einen von DeWalt, ich glaube, das ist ein FlexVolt. Und dieser Metabo läuft mit 18 Volt mit dem Metabo CAS Akkusystem. Und wir sind sehr angetan von dem Gerät. Unser Fußbodenleger, der oben den Fußboden gemacht hat, der hat mir einmal das Gerät gezeigt. Der war auch direkt in Love, weil... Der war richtig in Love. Weil der Fußbodenleger muss halt immer Sockelleisten schießen. Und der hatte immer sonst auch einen kleinen Kompressor, aber halt immer wieder mit Strom. Und sagt dann, das taucht alle nicht. Und gesagt, ja, kannst du mal den ausprobieren. Und ja, der war wirklich sehr, sehr entzückt darüber, über das Gerät. Ich habe ihn gefragt, so ja, guck doch mal, wie viel Meter Sockelleisten du schießen kannst mit einer Akkuladung. Und der sagte, der hat oben alles komplett mit einem Akku geschafft. Der Akku war noch nicht mal halb leer. Das war echt schon, schon enorm. Preislich ist es eigentlich auch interessant, denn ich hätte gedacht, dass das Gerät so irgendwie so über 300 Euro liegt. Aber du bekommst es so 250, 280 Euro je nach Angebot. Und, Solo dann, ne? Hm? Solo-Preis. Genau, Solo-Preis. Ich war ja bei meinen Freunden von Dummtüch und da habe ich das Ding mal ein bisschen zweckentfremdet. Wir haben nämlich einen Kompressorumbau gemacht und dann haben wir mal einen guten gebraucht und so ein bisschen leistungsoptimiert. Und da haben wir geguckt, was mit dem Kompressor hier geht. So Mädels, wir machen jetzt gerade Kompressorumbau beim Suzuki. So, jetzt sieht ganz gut aus hier. Jetzt mal ein bisschen drücken. Ja, ja. Oh ja. Oh ja, doch. Ja. Deutlich mehr Durchzug von unten. Das Video könnt ihr demnächst mal in voller Länge bewundern. Ja, und wenn du gerade in Randbereichen arbeitest, Fußbodenleger oder was auch immer, ist der Multimaster auch eine schöne Sache von Fein. Und tatsächlich hat Fein diese Oszillationssägen sogar erfunden, weil weißt du, wo die herkommen im Prinzip, die ersten? Nee. Nee, aus dem Krankenhaus. Für Gipsaufsägen.
Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Werkzeug. Auch wir werden früher in der Firma auch mal für den Trockenbau, wenn du mal eine Riegelausschnitte machen musst oder halt eine Rückwand ausschneiden musst, ist natürlich ein bisschen aufwendiger als mit der Stichsäge. Aber du kannst halt super viel mit Sachen. Du kannst auch mit Schleifen, du kannst auch wieder so einen Schleifaufsatz drauf machen. Auch gerade der Bodenleger, der schwört da drauf, Parkettleger. Gerade wenn die auch mal so alte Fehlstellen rausmachen müssen, aber die halt viel mit einer Tauchsäge und halt auch in Ecken, wo man nicht so gut hinkommt, halt auch mit so einem feinen Multimaster. Kannst du auch gut mit Fuschen. Kannst du auch mit guten Fuschen. Gerade wenn du fuschen musst, kannst du noch mal eben da ein bisschen was abnehmen. Ja, ja. Das ist ein Werkzeug, das habe ich schon recht lange hier in der Werkstatt. Und es ist auch wirklich so ein Werkzeug, wenn ihr das nicht kennt, dann wisst ihr nicht, was euch fehlt. Es gibt auch zum Beispiel von im Bosch 18-Volt-System eine Variante, die verlinken wir auch gerade mal unten. Es gibt auch von Fein die Akkuserie, das ist jetzt das kabelbundene Gerät, der hat ordentlich Leistung. Das ist aber noch das alte Schnellwechselsystem. Das ist ein bisschen aufwendiger beim Werkzeugwechsel. Mittlerweile gibt es auch ein anderes System und Fein hat das tatsächlich in Kooperation mit Bosch entwickelt. Das heißt, wenn ihr einen Bosch Multi-Master habt oder Multitool, dann ist es das gleiche von den Werkzeugen wie bei Fein. Den Burschen gibt es so für unter 300 Euro im Set mit einem schönen Koffer. Der Koffer ist zwar nicht L-Box oder Systena kompatibel, richtig, aber einer der besten Koffer, wie ich finde. Der hat ein schönes, hartgeschäumtes Inlay. Von Inlay, ja, das ist und schön. Die Verschlüsse sind schön, fühlt sich richtig wertig an und es ist noch Zubehör dabei. Und wie du eben auch sagst, ich habe ja noch ein 12-Volt Multitool von Bosch und da habe ich immer einen Schleifteller drauf. Ach so, ja. Na, so ein Delta Teller, ja, so eine Schleifplatte und wenn du mal irgendwo was hast, wo du noch mal eben ein bisschen abrunden musst oder so, nimmst du den eben zur Hand. Ja. Mega. Nächste Runde hier im Spiel der Glückseligkeit. Bin ich dran noch wieder? Dann würde ich mal sagen, hier die Tormek-Schleifmaschine. Sehr, sehr nützliches Werkzeug, gerade auch für den Hausgebrauch oder auch für den Heimwerker. Gerade wenn man halt viel mit Holz macht, sei es halt Drechseln oder halt ganz normal Zink mit dem Stecheisen arbeitest. Das grundsätzliche System bei der Tormek ist ja, dass wir eine langsam drehende Nassschleifmaschine haben. Das Geheimnis liegt letztendlich hier auch in diesem Schleifstein, der sich im Wasserbad dreht. Und das ist immer ganz interessant, die ist ja jetzt trocken. Mhm. Und wenn du anfängst, machst du die Schale voll, dann lässt du die drehen und auf einmal ist die Schale leer. Ja, du merkst wirklich, wie dieser Stein sich komplett voll saugt mit Wasser. Das hat natürlich den Vorteil, dass es wirklich auch keinen Funkenflug gibt. Nee, das ist ja wirklich das Schöne daran. Und das hat auch so eine ganz weiche Oberfläche dann. Als ich die das erste Mal benutzt habe, dann habe ich so über den Stein so gefühlt und war so irgendwie ganz fasziniert, wie sich das anfühlt. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass ich mir die Haut fast durchgeschliffen habe. Das merkst du erst gar nicht. Man muss sagen, Tormek ist wirklich High-End in dem Bereich, würde ich mal sagen. Es gibt einige günstige Nachbauten, zum Beispiel, glaube ich, von Güde oder Record Power oder Scheppach, wie sie alle heißen. Ich hatte mal zwei hier in der Werkstatt, die lagen so um 100 Euro, aber ich habe die relativ schnell wieder retourniert, weil die haben echt nicht getaugt. Hier musst du dann schon tiefer in die Tasche greifen, ja, schon deutlich, aber du kommst hier wirklich echt ohne Ende Zubehör. Das ist auch eine Wissenschaft für sich. Ja, also du musst dich da echt schon mit beschäftigen. Also es ist nicht einfach so, dass du einfach irgendwie mal kurz, ich schleife mal irgendwas kurz was. Also gerade so Stecheisen würde ich noch sagen, ist relativ einfach. Jetzt gehst du mal hin und möchtest mal dein Taschenmesser schleifen. Da ist das alles schon so ein bisschen fummeliger. Du hast natürlich auch hier so eine Hilfe, so eine Winkellehre. Und wo du halt auch deine Schneide von deinem Messer erstmal überprüfen kannst. Und dann kannst du das halt auf dem Stein und auf deine Vorrichtung übertragen. Aber dennoch brauchst du so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber das ist auch wiederum das Schöne, wenn du das Wasser hast. Weil das Wasser hilft dir, dabei dich zu orientieren. Also gerade wo der Wasserfilm halt ist, ist auch da gerade dein Ansatzpunkt auf dem Stein. Und was ich hier noch gemacht habe, kleiner Tipp, ich habe hier nur Neodym-Magneten drunter geklebt und einfach so ein bisschen Klebeband. Und jetzt hast du dann die ganzen Eisenspäne, also dieser ganze Abtrag, der landet dann hier. Ist auch ein bisschen Rostansatz. Aber dann hast du die Späne nicht in deinem Schleifstein immer drin noch. Ne? Kostet gut 400 Euro. Das ist die T4. Es gibt auch eine T8. Es gibt noch eine T2. Das ist so. Das ist auch das Allrounder-System. Also genau. Irgendwie auch so Outdoor heißt das, glaube ich, auch. Und hiermit kannst du wirklich alles, kannst auch Excel etc. alles damit machen. Das ist echt Wahnsinn. Wenn wir das Thema Messer gerade schon haben, zeige ich nochmal hier den nächsten Geschenktipp. Wobei so ein bisschen. Ja. Ist es halt total abgefreakt. Ne? Ja, okay. Das ist ein Taschenmesser, das liegt mal so bei um die 500 Euro. Das Victorinox Swiss Champ XAVT. Genau. Und das ist die Mutter aller Taschenmesser. Hier hast du im Prinzip alles drauf. Das haben wir euch schon gezeigt in unserem ausführlichen Taschenmesser-Special, was übrigens sehr gut ankam bei euch. Mhm. Das ist wirklich ein Sammlerstück. Ne? Ja, für die Hosentasche ist das nichts mehr. Wenn du aber dickes in der Hose haben willst, dann ist das auf jeden Fall was. Aber würde ich schon sagen, eher für die Vitrine. Ja, ja schon. Es gibt aber den kleineren Victorinox Swiss Champ und den haben wir euch in dem letzten Teil vorgestellt. Verlinke ich aber auch nochmal unten. Das ist wirklich dann eine Sache, wo ich sage, das kannst du gut verschenken, da freut sich jeder.
Das ist für den... Der auch schon sammelt, Victorinox, würde ich sagen. Ja, ne? Also jetzt einer, der jetzt kein Taschenmesser vorher von Victorinox hat und auch nicht so den Draht dazu hat, auch wenn man schenkt ihm das, ich wüsste nicht, ob er sich da wirklich so richtig krass drüber freuen würde. Oder schenkt das seinem Neffen oder sowas. Genau, seinem Neffen, bleibt Neffen. Mein Vater hat mir immer früher 1:50 Baumaschinenmodelle mitgebracht, weil der hat Bagger gekauft. Ja. Zum Beispiel Atlas 1302, weiß ich noch. Diese orangen 1:50 Modelle, und das sind ja keine Modelle zum Spielen. Das sind auch richtige hochwertige Metallmodelle, so wie der hier, ne? Genau, und nach 3 Tagen war das Thema immer durch. Dann hatte ich nachher so einen riesen Schrotthau. Ach, ich konnte ja einen Schrottplatz machen. Ja gut, aber wenn wir schon bei den Modellen sind, dann können wir ja jetzt zu dem Liebherr-Modell gehen, ne? Ja, R9800 ist der größte Mining-Hydraulik-Bagger von Liebherr, 800 Tonnen. Der Löffelinhalt ist so um die 40, 42 Kubik. Ich habe eine kleine Verbindung zu dem Schätzelein, weil ich habe den Imagefilm dafür produziert. Der ist auch nach wie vor bei YouTube, verlinken wir gerade mal oben. Und ich bin das Ding mal selber gefahren. Das ist schon, ja, das ist krass, weil wenn du die Größe dieser Bagger fährst, also eigentlich schon so ab 250 Tonnen, das fühlt sich nicht mehr an wie ein Bagger, sondern das fühlt sich an, als wenn du auf einem Haus bist oder so. Und das Haus bewegt sich total abgefahren. Und den gibt es mittlerweile von Lego Technik. Richtig. Passt in unsere 500-Euro-Kategorie. Und das ist sogar im Prinzip ein Funktionsmodell. Ne? Mit einer App, also das heißt, glaube ich, irgendwie App-Control, kannst du Funktionen abrufen, die der Bagger macht. Das ist ja nicht ganz so ferngesteuert mäßig, wie man sich das vorstellt mit so einem Controller, sondern du hast halt deine App und dann drückst du eine Funktion ab, den Auslieger zum Beispiel anheben, dann macht er das. Und so kannst du halt das Modell so ein bisschen steuern. 4000 Teile für jetzt bei Amazon bei 350, 360 Euro. Ich glaube, Liste bei Lego kostet über 450 Euro. Ja, ist ein schönes Modell. Und ja, vielleicht für die Feiertage natürlich auch noch eine nette Zeit betreiben. Ne? Ja. Lego ist immer gut. Link wie immer unten in der Beschreibung. Ich glaube, den Kollegen bin ich gar nicht sicher, ob es den aktuell überhaupt noch gibt. Aber ansonsten, kleiner Spoiler, am 24. werden wir euch noch so ein paar Grüße übermitteln. Eine Videogrußbotschaft. Und da werden wir euch nochmal unseren kleinen Weihnachtsfilm präsentieren, den wir mit dem Kollegen und seinen kleinen Freunden gemacht haben. Wir haben euch beim letzten Teil schon das DMR 115 vorgestellt. Aber die Dinger sind momentan so heiß begehrt, dass wir noch gar keins hatten. Jetzt haben wir es und deswegen zeigen wir euch das jetzt in diesem Teil auch nochmal. Das ist ein schönes Gerät, würde ich sagen, denn die Makita Baustellenradios sind ja im Prinzip fast Grundausstattung auf deutschen Baustellen. Das siehst du ja wirklich überall und viele denken auch, Mensch, das klingt richtig super und toll. Und ich muss euch sagen, vom Klang sind die Dinger nicht so top, wenn du das mal vergleichst mit einem wirklich guten Gerät, wie zum Beispiel das DeWalt. Das DeWalt hat natürlich den Vorteil, dass es größer ist und hat einen relativ großen Subwoofer und 4 Lautsprecher. Das heißt, du legst das irgendwo hin und die einen Lautsprecher strahlen nach da ab, die anderen nach da. Bei Makita hatten wir lange Zeit kein Gerät mit Bluetooth und DRB kombiniert. Ich hatte euch sogar fälschlicherweise gesagt, dass Makita bislang gar keins mit DRB und Bluetooth zusammen hatte. Aber das stimmte nicht, denn es gab schon das DMR 112 für so um die 130, 140 Euro, je nachdem. Und wenn ihr 200 Euro ausgebt, dann habt ihr das DMR 115 und das hat nicht nur die Funktion zusammen mit DAB, sondern hat auch ein Farbdisplay, hat eine coole Ambient-Light-Beleuchtung, würde ich mal sagen. Es hat auch einen Subwoofer, es ist deutlich lauter, von daher wäre das Makita 115 meine Wahl, wenn ich im Makita-System zu Hause wäre. Es klingt deutlich besser als die anderen Makita Baustellenradios. Und was ich auch gut finde, ist mit der Antenne, die ist nämlich jetzt im aufklappbaren Griff. Das heißt, du klappst den Griff auf. DAB-Empfang hier in der Werkstatt war auch ordentlich. Aber soundmäßig kommt das immer noch nicht an das DeWalt ran. Das DeWalt liegt immer noch deutlich drüber vom Klang. Das DeWalt-Radio liegt so um die 300 Euro, wechselt aber auch. Ich habe schon mal für 240 gesehen, glaube ich, im Angebot. Das ist immer ein gutes Angebot. Also wie gesagt, die Preise, die wir hier nennen, die können natürlich immer wechseln. Deswegen guckt einfach unten in die Beschreibung, in die Links rein. Das DeWalt gibt es auch mittlerweile in einer Update-Version, wo du auch FlexVolt-Akkus reinmachen kannst. Das geht nämlich bei dem noch nicht. Wobei, ob das Sinn macht? Ja, theoretisch macht es keinen Sinn, weil die FlexVolt-Akkus wirklich schweineteuer sind. Ja, genau deswegen. Und die willst du da benutzen, wo sie auch benötigt werden. Zum Beispiel in dem Winkelschleifer hier. Richtig. Das ist Laser sein Lieblingsspielzeug hier, ja, Winkelschleifermäßig, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Vom Handling her finde ich die Maschine halt schön, auch von der Baumform, also vom Optischen finde ich das halt irgendwie auch ein schlankes Design. Ja, der Griff ist halt sehr innovativ, also sehr einfach zu bedienen. Du musst halt erstmal den Clip runterdrücken, so hast du dann halt entsichert und dann kannst du halt arbeiten.
Und ja, klar, Design hin und her, so schön und gut, aber leistungsmäßig steckt da auch ordentlich Feuer hinter. Und gerade wenn man schuppen möchte oder einfach mit der Trennscheibe arbeitet, macht das schon ordentlich Spaß. Was man wiederum sagen muss, ist, wenn du mit der Maschine arbeitest, im Vergleich zum Beispiel zu der X-Lock mit den 8 Ampere-Stunden Akku, die Maschine zieht die Akku schon relativ schnell leer. Mhm. Also klar, ist ordentlich Leistung hinter, aber man merkt das halt auch daran, dass die Akkus auch wirklich schnell leer gezogen werden von der Maschine. Ja, du hast schon erwähnt, ein anderer Geschenktipp. Mhm. Hier bei dem Gerät liegen wir so auch um die 300 Euro. Solo, ne? Solo, ne? Ähnliche Preisliga ist der X-Lock von Bosch. Mhm. Ja, der ist schon vom Dicker, von dem Griff her. Ich finde schon das doch schöner zum Greifen, oder? Ja. Vor allen Dingen, was du halt jetzt hier merkst, wenn ich hier bin, da bin ich mit meiner Hand, die ja relativ groß ist, wirklich in dem Bereich. Hier fängt es an, dass ich mit dem Daumen schon hier in diesem Bereich so bin. Jammern auf hohem Niveau, aber du hast recht, der fasst sich schon ein bisschen schlanker. Dafür ist dieser zumindest mit dem Akku leichter. Ja. Und ich habe einen anderen Schalter. Ne? Es gibt eben hier diesen Fingerschalter und dann gibt es diesen Schalter hier. X-Lock war ja im Prinzip auch eine der großen Neuheiten im Werkzeugbereich dieses Jahr. Ja. Denn man kann es ja ganz einfach zeigen. Ich mache hier so und dann ist die Scheibe weg. Und genauso Scheibenwechsel wieder drauf machen. Reindrücken, fertig. Ne? Mich hat damals überrascht, dass die Scheiben gar nicht so viel teurer sind als reguläre Scheiben. Das haben auch alle vermutet. Ne? Sagen, ja, dann kostet die Scheibe ja so und so 4 Euro mehr. Aber das ist ja wirklich nicht so. Ansonsten ist das Gerät auch so schön. 18 Volt, hat so ein paar Features. Wir haben euch das X-Lock-System mal ausführlicher vorgestellt in einem anderen Video der Werkzeug-News. Ich kann mir ein bisschen Zeit lassen. Zack. Ja. Der ist nicht zentriert, ist nicht zentriert. Oh. Ja, guck mal, das kommt ja dazu, ne? Du musst. Verlinken wir euch unten in der Beschreibung nochmal oder oben, je nachdem, wo jetzt noch Platz ist, mit den Infoboxen. Aber kleine Info noch, um die Leistung wirklich zu nutzen, solltet ihr die Proco-Akkus haben, haben wir euch auch schon vorgestellt. Gerade die 8 Ampere schon Akkus, ne? Genau, da sind die 21700er Zellen drin, die können ein bisschen mehr Strom liefern. So, Thema Handwerkzeug, da haben wir ja auch noch was hier, diese Vera Joker Schlüssel. Und da muss ich auch noch mal den Hinweis machen auf diese Knipex Cobra Zangen, diese Mini Zangen. Dieses Set hatten wir euch schon im 50er Special vorgestellt und ich dachte damals, jetzt ist hier Neues aus dem Puppenhaus. Hab dann gemerkt, was damit wirklich geht, wie geil die Dinger sind. Und die Kommentarsektion war voll davon, dass Leute geschrieben haben, ich bin total begeistert, hab das immer am Mann. Von daher nochmal der Hinweis auf die Playlist da oben, dann könnt ihr das nochmal nachgucken. Was uns seit der 100er-Serie begleitet hat, waren diese Vera Joker Schlüssel. Da haben auch sehr, sehr viele geschrieben, wie schön sie dieses Werkzeug finden. Und da wir ja jetzt aber im Bereich über 200 Euro liegen, können wir jetzt mal wirklich aus dem Vollen schöpfen. Nämlich, wir haben ja den normalen Joker-Schlüsselsatz, den Ratschenschlüsselsatz. Und wenn wir hier im Bereich von fast 300 Euro sind, dann haben wir den Schlüsselsatz 11-teilig. Und wir haben Umschaltknarren hier, Umschaltschlüssel. Das heißt, für die Drehrichtungsänderung braucht ihr nicht mehr den Schlüssel wechseln. Das ist tatsächlich. Und die sind ein bisschen gekröpft, angeschrägt. Genau, die sind ein bisschen gekröpft. Die Umschaltung ist tatsächlich praktisch. Wenn du den aussetzt und dann denkst, okay, falsch rum oder ich muss nur noch mal zurück, dann brauchst du den Schlüssel nicht umsetzen. Das ist schon ganz nett gemacht. Es ist auch cool, wie die diesen Kraftform-Schraubendrehergriff hier nochmal mit eingebaut haben. Also da ist wirklich Liebe zum Detail vorhanden. Elfteilig hat den Vorteil, dass du auch Zwischengrößen hast. Bei dem Set hinten an der Wand fehlt zum Beispiel der 14er-Schlüssel. Und tatsächlich brauchte ich genau den 14er-Schlüssel gestern. Preislich, wie gesagt, natürlich eine andere Liga. Fast 300 Euro. Aber ich glaube, das ist dann auch so eine Sache, die habt ihr dann lieb euer Leben lang. Dann gab es dieses Jahr eine Neuheit von Bosch, nämlich einen Rotationsschleifer mit Zwangsrotation. Also ein Exzenter, ein Rotationsschleifer mit Exzenter und auch gleichzeitig mit Zwangsrotation. Nennt sich dann hier, glaube ich, Turbo-Modus. Richtig. Und du hast mal geguckt, was damit geht. Wir haben euch eine eigene News dazu gemacht. Genau. Wir haben auch Abtragsleistung mal verglichen. Und es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied zwischen jetzt Turbo-Modus und halt ganz normal Exzenter-Modus. Das beschleunigt auch die Arbeit gerade beim Massivholzschleifen. Und das Schöne ist halt, du hast eine kombinierte Maschine. Du kannst einmal wirklich gut Abtrag machen. Und gleichzeitig kannst du aber auch im Anschluss hingehen, kannst du halt auch Feinschliff wieder machen. Und das ist halt auch wirklich sehr, sehr schön. Das ist halt kombiniert in einer Maschine. Man hat auch noch einen zweiten Griff.
Man hat auch vorne noch so einen Schleifteller-Schutz, wenn man noch gerade unterwegs ist, wo dann auch immer wieder Störkanten im Weg sein können. Wo liegen wir preislich? In L-Box bei 350 Euro. Damit immer noch günstiger als die Rotex von Festool, die auch viele von euch im Einsatz haben. Wo du gerade sagst, Holzbearbeitung, ja. Haben wir einen Neuzugang in der Werkstatt, was für sowohl Max als auch mich so ein Einstieg in eine neue Welt ist, nämlich eine Drechselbank. Das ist ja wirklich so ein Hobby. Also ich finde, mit einer Drechselbank kannst du dich wirklich mal auch ein Wochenende einschießen und da rumprobieren. Ich finde, das hat so was Schöpferisches. Das ist wirklich schon, so wie Töpfern auch. Du hast ein Werkstück. Wir haben jetzt einfach mal hier so ein, das ist Iroko-Holz. Ja. Das ist quasi, ne, im Volksmund auch die afrikanische Eiche, glaube ich. Oder Kamballerholz oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat Leser gedacht, ich mache direkt mal hier meinen ersten Drechselversuch mit Hartholz, mit Tropenholz. Ja, war nicht die beste Idee, aber ist halt klar. Aber ne? Es gibt ja auch die abgefahrensten Sachen, die man drechseln kann. Zum Beispiel Schalen. Schalen, ja. Leute drechseln Obst aus Holz und wundern sich, dass man das dann nicht essen kann. Ich habe auch neulich gesehen, es gibt auch Holdis. Holdis. Ja, Holdi nennen die sich. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Holder-Trecker, den wir mal früher hatten. Wir hatten mal einen A12 zu Hause, aber... Was war es dann jetzt letztendlich? Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Verlinken wir mal unten. Aber es ist sehr lustig. Die haben sehr lustige Namen. Die doppelte Hummel oder der Eichelbock oder was weiß ich. Wäre vielleicht für dich mal eine Idee, ne? Was? Ich soll das mal als Projekt machen? Ja, mach doch mal so ein Projekt. Ne? Müsst ihr ja mal sagen. Könnt ihr mal unter das Video schreiben, ob das vielleicht auch was wäre. Auf jeden Fall, unsere Drechselbank ist gute Einstiegsliga. Ich habe einfach mal den Philipp gefragt, was würdest du mir empfehlen? Und er sagte, man kann auch schon ab 100 Euro im Prinzip anfangen für die ersten Schritte. Und wir haben uns jetzt eine Holzmann für 300 Euro gegönnt. Und da geht schon einiges. Die ist schon ein bisschen kräftiger, aber Open End. Ne? Wenn du einmal Blut geleckt hast... Man muss sagen, die Holzmann ist natürlich aus China. Das ist eine Drechselbank, die ist nicht vergleichbar mit Qualitätsmarken aus deutscher Fertigung. Die kosten aber auch direkt das 4-5-fache. Ja. Die beiden Einstiegsvarianten verlinken wir euch gerade mal unten. Und vielleicht kommt da noch so einiges aus der Werkstatt hier. Wo wir aber direkt auf Qualität gegangen sind, sind diese Drechseleisen von Kirschen. Stecker haben wir auch ein paar davon und jetzt halt noch die Drechseleisen. Wo wir auch wieder bei Tomex sind zum Pflegen und Schärfen. Genau. So schließt sich der Kreis. Ja. Und noch eine Buchempfehlung für den Einstieg da. Das habe ich mir mal gegönnt. Das wird ja auch interessant. Du liest so ein Buch. Erstmal, du verstehst, um was es geht. Ja. Und du kriegst auch direkt Lust, direkt im Prinzip in die Werkstatt und zu machen. Und vor allem, bei mir war es halt so, ich hatte so ein bisschen Schiss, weil so drehende Teile sind, ob mir das irgendwas um die Ohren fliegt. Und da hilft das halt ganz schön, weil du so ein bisschen so die Techniken erstmal so ein bisschen angelernt bekommst. Und dadurch, das hat mir dann auch so auch ein bisschen auch die Angst genommen vor der Maschine so ein bisschen, weil mir ist okay, wenn ich das so und so halte, passiert nichts. Ja. Und das ist halt wirklich ein super Buch und da sollte man sich dann im Zuge so einer Maschine vielleicht auch einfach mit dazu gönnen. Es gibt auch noch ein zweites Buch davon, Link hauen wir euch auch unten rein. Und beim Drechseln willst du ja auch vielleicht gute Musik haben, ne? Klar. Dann sind wir nochmal beim Thema Bluetooth-Lautsprecher. Und wir hatten euch schon im 100-Euro-Special den Bluetooth-Lautsprecher von Makita gezeigt, dann im 200er-Special die Bluetooth-Lautsprecher von Marshall. Genau. Haben auch einige kommentiert, dass sie die haben und sehr cool finden. Ist natürlich nichts für die Baustelle, aber gerade für die Werkstatt mega. Und wir haben hier auch den großen Kollegen, den Marshall Woburn. Und ich glaube, ich habe so knapp 400 Euro bezahlt. Ihr müsst da mal unten in die Links gucken. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar ein Upgrade, aber das Ding ist wirklich auch partytauglich. Auch Bluetooth, ne? Klar, Bluetooth. Du kannst, hast einen normalen Line-In, auch diesen klassischen Retro-Style. Ja, der sieht da sehr schick aus. Ne? Und so ein bisschen abgefahren ist auch dieser Bluetooth-Lautsprecher, ein Todio. Todio. Ich glaube, der kommt aus Niederlande, ist relativ hochpreisig. Komplette Handarbeit, ne? Ja, komplette Handarbeit, klingt ganz gut, aber das Ding liegt auch so um die 500 Euro. Und ich muss sagen, vom Sound her kommt der lang nicht an den Marshall ran. Aber ist natürlich für sich aus ein cooles Gadget. Cooles Faktor ist das schon ziemlich geil. Cooles Faktor ist sehr cool. Kaliber 50, Munitionskiste ist natürlich eine feine Sache. Ne? Schon mal so eine Mumie in der Hand gehabt? Ja, ist schon ordentlich. Ne? Ballermänner, ja. Ja. Aber wir haben noch ein paar Akkuwerkzeuge hier, nämlich Milwaukee 12 Volt Akkuschrauber. Ist schon... Schon eine Nummer, also ich finde es also halt von der, sag ich mal, verarbeitungstechnisch und genereller Eindruck gegenüber dem Bosch GSR 12. Ist schon krass, ne? Ganz andere Liga, ne? Der hat wirklich, wirklich sehr, 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 sehr viel Dampf im Socken. Das ist sehr, sehr krass. Auch hingegen zu allen anderen 12-Volt-Geräten ist es auch eins der Geräte, was auch ein 13mm Bohrfutter hat und auch ein Metallbohrfutter, was auch schon sehr, sehr wertig ist, was zum Beispiel der Bosch nicht hat.
Aber dennoch finde ich den halt für einen 12 Volt Akkuschrauber schon sehr groß, muss ich sagen. Aber das ist ja auch so ein bisschen so die Liga, wo man vielleicht früher einen 18er hatte, ja, und mittlerweile auf einen 12er geht, ähnlich so wie die Metabo. Okay, ne? Ja, stimmt. Aber was ich gut finde, ist es wirklich hier Metall, auch der Ring hier von der Einstellung, Drehmoment, da Metallbohrfutter. Schon geil. Was kostet der Knabe? Im Set auch bei bis bei 290 Euro. Also mit Akkus, aber jetzt keine 6 Ampere schon Akkus und Ladegerät und Koffer. Also Milwaukee's M12-System, ja, ist auch schon gut. Eines unserer Lieblinge. Du hast doch mal dieses Star Wars-Schwert, hattest du auch schon mal, ne? Hier habe ich eine Akkulampe 12 Volt. Das ist aber kein Laserschwert, obwohl das wahrscheinlich perfekt als Laserschwert funktionieren würde. Da müsste ich mir noch ein bisschen die Bewegung einstudieren. Aber, achso, ja, das war auch 12 Volt, das Star Wars-Schwert. Genau. Auch sehr geil, gibt es sonst auch vom Keim. So eine Kfz-Lampe. Jetzt sagen wir wieder gerade, dass wir das so toll finden. Dann sagen wir auch, dass wir das Bosch-System toll finden. Wir finden viele Sachen toll. Ja. Aber es ist keine Werbeveranstaltung, weil wir werden dafür nicht bezahlt. Ne? Nee. Das denken ja viele. Ja, Werbesendung. Ja, also wer hat denn jetzt hier geworben? Ne? Ist ja die Frage. und wir haben das Zeug ja alles wirklich auch in Verwendung. Was wir noch nicht viel in Verwendung haben, ist der nächste Kandidat, nämlich der Feinakkuschrauber. Das ist auch ein relativ neues Gerät, ja, bürstenloser Antrieb, auch krass mit Vierganggetriebe und damit sehr hohe Drehzahlen für ein 12-Volt-Gerät, nämlich von 400 Umdrehungen im ersten Gang bis 2500 im vierten Gang. Das heißt, wenn du jetzt auch mal Bohrung in Metallmaß, kleinere Bohrdurchmesser und so, bist du damit gut ausgerüstet. Aber der Clou an diesem Gerät ist, genau, wir haben jetzt hier einen 18-Volt-Akku. Und jetzt könnte es ja sein, dass du auch 12-Volt-Geräte hast oder nur im 12-Volt-System unterwegs bist. Und dann kannst du hier auch einen 12-Volt-Akku dran machen. Hast dadurch noch einen kompakteren bzw. einen leichteren Schrauber, der ein bisschen weniger Leistung jetzt hat. Mhm. Und last but not least, natürlich, du hast ein Quicksystem und jetzt hast du so einen schönen Schrauber, der auch sehr schön läuft, vom Laufgeräusch. Also ich mag die feinen Akkuschrauber sehr, sehr gerne und bin auch froh, dass wir den haben. Was man schon mal sagen kann, dass sie beim Ausdauertest nie so gut abschneiden, das war jetzt bei dem jetzt auch so. Aber man kann aber sagen, gerade im ersten Gang bei den 65er Spaxen, die Bohle erkennt man auf jeden Fall immer wieder, dass es sehr fein war, weil der zieht die Schrauben echt so nahtlos rein. Das ist echt schon sehr, sehr viel Wumms dahinter, weil auch im ersten Gang hast du nur 400 Umdrehungen und dann volles Drehmoment. Ist schon eine feine Sache. Und schön gummiert das Gerät. Ja, auch ja, das. Dann ein Thema, was uns ja schon länger begleitet, ist Motorsägen. Darisch und ich, wir waren ja schon mal vor einiger Zeit im Wald, haben unseren Motorsägenschein gemacht. Da hatten wir Stihl und Husqvarna im Einsatz. Und wir haben auch jetzt wieder eine Stihlsäge, aber eine Akkusäge. Die MSA 210. Die Stihlsägen arbeiten mit 36 Volt. Die Stihl MSA 200 hat ein 35er Schwert, ist damit eigentlich optimal ausgerüstet für, ja, Brennholz schneiden oder tatsächlich kannst du auch im Garten mal eine Fichte umlegen. Ne? Ja, oder ein bisschen geht ja auch, klar. Auf das, geht, das geht schon, haben wir auch gemacht. Wir haben mit der Säge auch einen Ausdauertest gemacht gegen alle anderen Akkusägen. Das werden wir euch im Januar zeigen. Und das Thema Akku hat ja wirklich bei Motorsägen Fahrt aufgenommen. Hier, Leser, ich mach dir mal einen Kopf kleiner. Denn wir haben zum Beispiel die Milwaukee M18-Serie mit dem 12 Ampere-Stunden-Akku, 21700er Zellen. Und das Ding macht so um die 2 kW Leistungsabgabe. Gegenüber der Stihl haben wir hier sogar ein 40er Schwert. Und auch die darf sich noch dem Ausdauertest stellen. Es ist erstaunlich, was da rauskommt. Man kann die Dinger wirklich ernsthaft bewegen, wobei die relativ schwer ist. Ne? Ja, finde ich auch. So ein bisschen handelt untereinander. Die Husqvarna zum Beispiel haben wir auch noch im Test für euch. Die ist deutlich leichter. Husqvarna hat die 536 Li, Lithium-Ionen XP, nee, auch 36 Volt. Und auch die haben wir noch im Ausdauertest. Preise müsst ihr, wie gesagt, unten in den Links gucken. Das sind in der Regel dann in dem Preisbereich Solo-Geräte. Bei Stihl und Husqvarna habt ihr natürlich kein Akkusystem, was jetzt im Werkzeugbereich unbedingt zu Hause ist, sondern das ist ja so Gartengeräte. Da sind wir eher so in der Kategorie unterwegs mit Laubbläsern oder eine Heckenschere. Bei Milwaukee sieht das ja ein bisschen anders aus, weil mit dem M18-System kannst du zum Beispiel auch die Akku-Kreissäge verwenden oder die Kappsäge auch. Kappsäge auch.
Da müsst ihr selber mal entscheiden, in welchem Bereich ihr da so unterwegs seid. Generell war die Milwaukee im Test ein bisschen stärker als die Kollegen von Stihl und Husqvarna, aber auf der anderen Seite merkt man wiederum bei den Kollegen, dass die wirklich auch aus dem Bereich Kettensägen kommen und nicht aus dem Elektrowerkzeugbereich. Würde mich nochmal eure Meinung interessieren, ob Akku-Kettensägen mittlerweile für euch ein Thema ist. Beim letzten Mal hatten wir euch noch eine Kappsäge von Metabo im Bereich 200 Euro vorgestellt. Mich hat wieder gefreut, dass einige Zuschauer geschrieben haben, cooler Tipp, habe ich selber, super mit zufrieden. Im Bereich bis 100 Euro top. Ja. Für rund 300 Euro bekommst du die Bosch GCM 8, eine Kapp- und Gärungssäge mit Zugfunktion. Mit Zugfunktion, ja. Macht auch einen schlanken Fuß. Wir hatten die Maschine mal kurz zum Testen, haben aber damals kein Video darüber gemacht. Dann Taschenlampen, ne? Ja. Da haben wir quasi ins Wespennest der Taschenlampenfreaks gestochen. Und viele haben geschrieben, ey, ihr habt Taschenlampen gezeigt, unbedingt ein Taschenlampen-Special. Beim letzten Mal haben wir die Olight X7R vorgestellt im 200-Euro-Special, weil ich die tatsächlich im Angebot für 199 gekauft habe. Jetzt kostet sie wieder 300 Euro. Wir haben ja im Prinzip die gespaltene Persönlichkeit an Taschenlampen. Die kann sich nicht entscheiden, ob sie jetzt 200 oder 300 Euro kostet. Ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Macht ordentlich Wumms, hat vier 18650er Zellen, Verarbeitung und so, haben wir euch gezeigt und die kannst du noch als Taschenlampe verwenden. Ein Kandidat für die nächste Folge, kann ich euch schon mal ankündigen, ist die Immerlent M18 heißt die, glaube ich. Oder 18M oder so, ist die hellste Taschenlampe der Welt. Liegt ein bisschen drüber über dem 500-Euro-Budget. Das Schöne ist, du kannst mit diesem Biest hier wirklich alles wegballern. Das hier ist die kleinste Stufe. Ne? Seht ihr, ne? Und wir können jetzt mal den Sensor der Kamera pulverisieren, indem wir jetzt hier auf... Das sieht gar nichts mehr. Jetzt siehst du quasi gar nichts mehr. Das waren mal eben 100.000 Lumen. Und wenn ich die jetzt ein bisschen anlasse, dann gehen hier zwei Lüfter an. Das ist total krass, das Ding. Wir haben lustige Sachen damit gemacht. Aber die Wärmeentwicklung haben wir nochmal getestet und zeigen die euch im nächsten Werkzeug-Geschenk-Tipp-Special und im Lampentest. Wird die uns auch noch mal ein bisschen begleiten, ne? Krasses Ding. Die Frage ist, wer braucht sowas, ne? Wer braucht sowas? Dann hatten wir euch im letzten Teil die Sheppach HS105 als Tischkreissäge gezeigt und empfohlen. Nach wie vor denke ich, ja, für unter 200 Euro. Kann man erstaunlich, ne? Und wenn du im Bereich bis 500 Euro unterwegs bist, dann eröffnen sich ja neue Möglichkeiten. Zum einen haben wir dann die Rage Evolution, die es mittlerweile auch gibt oder gab bei Amazon Deutschland. Das war ja unser Testsieger im Bereich so um die 300 Euro im Tischkreissägen-Test. Die Playlist verlinke ich euch unten gerade mal in der Beschreibung. Das wäre so meine Option, wenn du wirklich eine etwas größere Säge mit Untergestell suchst. Aber natürlich ist das jetzt nicht vergleichbar mit einer Bosch GTS 10 XC. Die ist noch ein bisschen besser, die zeigen wir euch beim nächsten Mal. Aber was im Preisbereich 500 Euro so reinpasst, wenn sie nicht mal gerade deutlich teurer angeboten wird, ist die Dewol DW745. Das ist nach wie vor meine Lieblingssäge im Bereich 500 Euro, weil die ein bisschen anders ist. Das ist ja eine Baustellensäge und die hat, finde ich, diesen genialen Parallelanschlag mit der doppelten Zahnstangenführung, mit dieser Parallelführung. Das fluppt einfach. Und das System hat Milwaukee auch bei der Akkusäge und die Dewalt gibt es ja auch noch als Akku. Und das ist einfach eine schöne Säge. Ich habe die auch nach wie vor im Einsatz. Dann haben wir das Thema Carrera-Bahn, aber bevor wir zur Carrera-Bahn kommen, gucken wir uns nochmal Jim Knopf und Konsorten an. Wir haben sogar hier die echte Emma von Jim Knopf und LGB-Bahn ist auch so ein Relikt aus den alten Tagen. Darisch kam ja zum Beispiel rein und sagte, er hatte auch eine riesen LGB-Bahn durchs Wohnzimmer, durch den Garten. Ja. Das Set, was wir hier haben, liegt so um die 300 Euro. Wir haben hier noch ein paar Schienenteile dazu gekauft, so ein Bahnhof und hier so ein Prellbock. Da kannst du dann auch mit Weichen ein bisschen machen. Du kannst es natürlich in der Werkstatt auch perfekt hier als Logistikkette einsetzen. Wir haben hier einen Schlagschrauber, ein paar Schrauben, brauchst du immer mal vom einen Ende zum anderen Ende der Werkstatt. LGB-Bahn ist ja sehr oldschool, sehr klassisch. Ja. Aber wir haben noch ein Hightech-Spielzeug, nämlich den DJI Mavic Mini. Mit Drohnen beschäftige ich mich mittlerweile schon über 10 Jahre. Früher habe ich die Dinger komplett selbst gebaut für viel, viel, viel Geld. Mittlerweile kriegst du ja eine Qualität, die hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Und die Mavic Mini ist das neueste Modell. Und die Besonderheit bei der Mavic Mini ist, die ist unter 250 Gramm. Was soll das bedeuten? Durch das Gewicht hast du andere Regularien. Das macht das Fliegen insgesamt ein bisschen einfacher mit gesetzlichen Bestimmungen. Ah, okay. Und die Mavic Mini gibt es schon für deutlich unter 500 Euro. Ich habe hier so ein Set mit so einem Koffer. Und was ich eigentlich nicht mache, ist, dass ich hier diese Schutzkäfige um die Propeller habe. Ich bin noch nie so geflogen, aber heute mache ich mal eine Ausnahme.
Okay. Weil wir machen einen Dogfight. Ja. Nerfgun gegen. Genau, ich habe hier, du bist der Pilot. Außerdem wollten wir immer mal eine Werkzeug-News machen mit ein paar Drohnenshots. Genau, ne? Stimmt. Das wird heute der Fall sein. Wir machen demnächst unsere Tool-Reviews immer so. So Leute, das ist der Hammer A341. Schön ist bei dem Gerät, dass wir die Hobelwelle hier als Helixwelle ausgeführt haben. So, ihr seht das jetzt, dass wir kein durchgehendes Messer haben, sondern, ich gehe mal ein bisschen näher ran, wir haben einzelne Messer. Ganz anders sieht das bei der Güde aus. Die Güde hat aber eine eigene Absaugvorrichtung, wie man hier sieht. Das Hobelmesser ist dann wiederum konventionell ausgeführt. Das verbirgt sich hinter dieser Abdeckung. Und hier nochmal der Flug über die Drechselbank. Das ist geil. Das ist übrigens unsere Ration an Getränken für eine Sendung. Soll ich jetzt durch? Ja, mach mal. So, was wollte ich noch machen? Du wolltest mich abschießen. Ja, ne? Ich wollte einmal abschießen. Ich hab ihn getroffen! Schöne Friese, Gläser. Ja, was läuft denn hier? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Wenn ihr in das Thema einsteigen wollt, bedenkt, ihr müsst dafür eine eigene Haftpflichtversicherung haben. Aber du kannst schon tolle Sachen machen und wir nutzen das ja immer regelmäßig für unsere Aufnahmen. Auch, ne? Film halt, ne? Dann haben wir euch in der letzten Folge mal gezeigt, wie bekloppt wir eigentlich sind, dass wir hier auch mit der Carrera-Bahn rumfahren. Quasi das Kind im Manne, das macht uns immer noch riesig Spaß. Und wir haben ja euch bereits angekündigt, dass wir noch einen draufsetzen. Denn als ich auf meiner Einkaufstour war, habe ich direkt die Carrera Digital 132 gekauft als Set mit ein bisschen Erweiterung. Und die macht uns auch richtig Spaß. Ja, es ist schon eine andere Qualitätsstufe auf jeden Fall. Carrera groß hat das mal eben, komm, wir bauen mal irgendwas auf und zocken dann eben ein bisschen, was auch mega gebockt hat, was auch mega Spaß gemacht hat. Jetzt bei der Digital, okay, jetzt wird es ein bisschen ernster. Wir haben ja die Autos draufgelegt und dann. Die waren ja blitzschnell. Ja, die haben richtig Dampf. Ne? Du kannst sie programmieren, Bremsverhalten, dann kannst du Tankstops einlegen. Ich bin da noch gar nicht ganz durch. Ich weiß aber, dass wir im Prinzip alle unsere Autos schon fast Totalschaden haben. Ja, das ist auf jeden Fall, das können wir euch wirklich ans Herz legen, weil es ist auch, ihr beschenkt euch selber. Und es ist auch wirklich für, mit der Family damit, auch mit Kumpels, ne? Und es war wirklich so, keiner bei uns hatte mehr Carrera-Bahn auf dem Schirm. Wir haben alle gefragt, kennst du Carrera? Ja, ich hatte mal eine. Und dann sind wir da oben und wir denken sofort, boah, wie geil ist das? Ja, und bei den letzten Zuschauerkommentaren war das ja auch so. Boah, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, wir waren ja heute wirklich sehr spielerisch unterwegs. Ich glaube, ihr seid ein bisschen angefixt auf das eine oder andere, was hier so steht. Und wir wollen euch helfen, denn wir werden uns trennen. Nee, ja. Nicht wir, oder? Wir nicht. Okay. Und zwar von dieser Carrera-Bahn. Die Carrera Go DTM Edition, die DTM Masterclass. Also, bevor du dann in der DTM mitfährst, fängst du erstmal hiermit an. Macht riesen Bock. Ja. Haben wir euch in dem 200-Euro-Special gezeigt, beziehungsweise kostet Chris auch für 100 Euro. Die verlosen wir und zwar unter allen Kommentaren unter dem Video. Ihr sollt einfach mal schreiben, was wäre euer Favorit hier, wenn ihr euch was aussuchen dürftet oder auch womit ihr Erfahrung habt. Ne? Wie immer, haut rein in die Tasten. Wir machen mal heute keinen Hashtag. Egal. Wird eh manchmal vergessen, ohne Hashtag. Nächste Woche gibt es dann nochmal das Open-End-Special. Aber da ist er nicht dabei. Nee, ich bin im Urlaub. Du bist im Urlaub. Der Urlaub zwar in der Werkstatt, der ist hier die ganze Zeit am Rumkräuchen. In diesem Sinne, tschüss und bis dann. Ja, Herr Leser, wieder heimlich Herzchen verschicken hier. Ja. Ich wundere mich immer. Weißt du, ich sehe dich immer Herzchen verschicken. Dann gucke ich auf mein Handy, da kommt nie was an. Ja, frag mal wieso. Weil heute ist Samstag, also nicht widerstehe. Die Kumpel von mir, die haben immer ihre Siko-Autos angezündet. Die haben immer Unfälle gemacht. Ja, also. Hab ich auch. Und dann haben die halt immer so Spiritus und haben die dem angezündet. Ich hab kleine Böller da reingemacht. Hab die dann in meinem Zimmer so eins genommen. Und hab das dann angezündet, das hat Puff gemacht, das war ja auch kein Problem. Ne? War alles das Risiko, weil kalkulierbar. So. Aber dann stand diese Dose, stand ein bisschen weiter weg. Und dann ist ein glühendes Papier ist in diese Dose. Wie ist denn das glühende Papier da reingekommen? Ja, das macht ja Puff und dann so. Ach so. Ja. Und dann und ich war so am Rumspielen. Oh nee. Und auf einmal ging die ganze Dose los. Und das ist ja überall im Zimmer rumgeflogen. Ja, der ganze Teppich war im Arsch. Ach du Scheiße. Mein Schrank stand offen mit Klamotten. Boah. Da gab es Theater zu Hause. Da gab es richtig Theater und ich hatte auch das Problem, ich konnte das nicht mehr irgendwo erklärbar machen oder irgendwie dezent verdecken. Ich habe da tatsächlich noch irgendwie versucht, diese riesen Flecken im Teppich mit irgendwie
irgendwelchen Teppichläufern zu verdecken.